Freunde von nah und fern und willkommen bei einem neuen Biertest mit mir, den alten Biersüffler. Hui, ist halt Sima Radio mal wieder am Start. Richtig gesehen, Freunde. Wir machen heute weiter mit dem zweiten Bier, was mir der Andy hat zugeschickt, deswegen auch ein Zweitvideo. Und zwar das Eichbaum Hefeweizen Hell steht jetzt hier auf dem Gabentisch. Das hat 5% Umdrehungen, beinhaltet Wasser, Weizenmalz, Gerstenmalz, Hopfenextrakt und Hefe, kein Hopfen drin, ja gut. Und ja, sind wir mal gespannt, was das hier kann. Eichbaum, Hefe, Weizen, Hell. Sieht gar nicht mal so schlecht aus, oder? Vom Etikett her geht das doch eigentlich. Kommt dann auch direkt aus dem Sima-Club, deswegen habe ich mir natürlich auch das Sima-Shirt angezogen, Freunde. Gut, dann würde ich sagen, machen wir mal auf. Ich habe auf jeden Fall schon wieder Bierduscht. Für die, die sich interessieren, ja, auch hier ist eine eigene Kapsel vorhanden. Die schaut dann so aus. Genau. Und dann machen wir mal auf. Zack, gut aus der Kühlung kommt das. Frisch der Sammler. So, dann wollen wir mal. Also, Entspannungsverdampfung kommt raus, ist ein halber Auspuff. Finde ich schon mal gut. Sieht ordentlich aus. Dann würde ich sagen, lassen wir mal laufen. Ling. So. Ich werde diesmal mal ein bisschen zaghafter tatsächlich eingießen, weil hier möchte ich ganz gerne mal sehen, ob wir eine Hefespirale rausbekommen. Das interessiert mich jetzt einfach mal. Weil wir hatten bisher noch kein Weißbier aus der Eichbaumbrauerei. Und deswegen bin ich da mal gespannt, oh, was da auf uns zukommen mag. So, stellen wir schon mal dahin. Ja, das holen wir uns gleich raus. Aber wie gesagt, wir lassen es erstmal sagen, Freunde. Was ist denn das? Oh, ist ein Bier. Gibt sich als Bier zu erkennen. Sehr schön. 1, 2, 3, 4. Vier fingerbreite Blume kriegen wir auf jeden Fall hin. Auch hier fein bis mittelporig, wobei Tendenz hier ja fast zum ja, mittelporigem hin. Für ein Weißbier ist es schon ein bisschen gröber, die Blume. Recht linear. Wir haben hier keine Kraterbildung drauf. Schneeweiß und ja, mit geschultem Auge 90 Sekunden Standard kriegen wir hier locker hin. Schaut selbst. Sieht doch schon recht fluffig aus. Also finde ich schon mal ganz gut. So, dann würde ich sagen, rühren wir uns mal kurz hier den Rest raus. Ihr seht, also es hat schon von Natur aus eine schöne Trübung da. Ich habe es jetzt natürlich auch liegend gelagert, aber hier unten, ihr wisst ja selber, da haben wir immer noch ein bisschen Rückstände drin. Und jetzt schauen wir uns mal an, ob wir es hinbekommen. Ich versuche mal eine Hefespirale hinzubekommen. So. So, mal gucken, ob wir es auch wieder rüberlaufen lassen können. Dann sieht das aus wie eine Werbung. So, und kringelt sie sich schon? Ja, sie kringelt sich. Ha, gekonnt ist gekonnt, Freunde. So, bitteschön, auch für die Optik, für die Ästhetik. Da haben wir die Hefespirale, die zieht sich tatsächlich bis nach unten. Sieht also schon mal sehr, sehr schön aus, wie gezeichnet. Das gibt natürlich wieder einen Pluspunkt. So, ihr Lieben, im Farbspektrum, wo bewegen wir uns da? Na, da würde ich auf jeden Fall sagen, sind wir mal so ganz klassisch bei einem Weizenbier angekommen, ne? Das sieht tatsächlich so aus, erstmal sehr saftig. Und auf der EBC-Skala würde ich von einem dunklen Getreidegelb sprechen wollen. Schön matt gehalten das Ganze. Und das sieht wirklich aus wie Biersaft. Gerade jetzt durch diese wunderschöne Spirale, die wir da reingezogen haben. Also das sieht richtig toll aus. Ist hundertprozentig blickdicht, also auch naturtrüb, ist ja logisch. Und dementsprechend deep geht's rein. Das ist richtig tief. So stellt man sich ein anständiges Weißbier vor. Also das muss man sagen, das kriegen wir wirklich gut hin, aber der deutsche ja, Industriestandard, der ist eben auch schon recht gut. Ne? Also wir arbeiten hier auf sehr hohem Niveau, was die Biere angeht. So, wie sieht's aus? Karbonisierung. Ja, da perlt erstmal ordentlich ab. Hier unten, wo sich das Glas verjüngt, kann man es deutlich beobachten. Eher eine kleinere Perlung, aber ansonsten ja, sehr, sehr schön. Die Spirale übrigens, die löst sich jetzt gerade auf. Ich halte euch das kurz noch mal rein. Ich hoffe, ihr kennt das ein bisschen und aus der Spirale wurde ein schöner Hefenebel. Also auch das sieht sehr, sehr schön aus. Gut, Freunde, was soll ich sagen? Optik, Ästhetik. Ich denke mal, ihr seid mit mir einer Meinung, dass ich sage, das sieht aus wie gezeichnet. So sollte ein gutes Weißbier aussehen. Und aus diesem Grund ist es klar, es gibt eine Krone-Bewertung. 6 von 5 / 6 möglichen Punkten. Das ist in meinen Augen perfekt. Also da ist, ja klar, du kannst es auf hohem Niveau kannst jetzt sagen, oh, die Blume ist aber ein bisschen zu mittelporig, die müsste ja viel feinporiger sein. Naja, komm, jetzt lassen wir die Kirche im Dorf. Das ist schon in Ordnung. Für ein Industriestandardbier ist das absolut super. So, sehr schön. Dann wollen wir es mal anstuppern. Mal sehen, was da los ist.
Ja, Banane, ne? Hefe, Banane kommt deutlich zum Vorschein. Wenn man mich jetzt fragen würde, vom Bouquet her sage ich erstmal ja, ist deutlich wahrnehmbar, ist selbstbewusst und was spielt hier die größte Rolle, würde ich jetzt wirklich von der Hefe ausgehen. Also das ist so, das macht so, das ist wieder so für die Freunde der Hefebomben, ne? Das ist wieder so richtig so, da merkst du, das ist eine leichte Herbe, eine leichte Lieblichkeit. Und dann kommt dahinter sofort die Banane. Aber die Hefe, die ist schon ordentlich. Also die ist schon... Also da haben sie ordentlich reingepackt. Ja, das ist was Würziges, ne? Das ist schon... Also ich muss sagen, das ist gar nicht mal schlecht. Doch, das mag die Freunde. Das erinnert mich ein bisschen ans Turmbräu, ne? Auch so eine Hefebombe gewesen. Und nu? Genau, Freunde, der Antrunk. Ihr Lieben, auf euch, zum Wohl, auf das Bier, auf das Sieberradio und auf das Bier. Wollen wir mal. Ich muss sagen, so schlecht ist die Eichbaumbrauerei gar nicht. Das kannst du alle trinken da. Ja, also erstmal sehr angenehm im Mundraum. Also das ist alles andere als ein Fall fürs Toilettenbecken. Also es ist auf jeden Fall schon mal ein Grund auf solider Industriestandard, da wo man auch erwarten wird. Ne? Das ist so genauso in diese Richtung geht das. Ich muss allerdings sagen, ich gebe da sogar schon Pluspunkt mehr, weil ich habe schon gerade eben vom Bouquet her gesagt, das erinnert mich wieder ans Turmbräu. Und auch hier so vom Wohlfühlfaktor im Mundraum selbst muss ich tatsächlich sagen, ja doch, das schmeichelt. Das ist ähnlich wie das Turmbräu. Also von daher gibt es schon mal einen Pluspunkt. Fangen wir mal an, Attribute, wo bewegen wir uns? Gemütliches Bier oder dynamisches Bier? Ich würde sagen, wir treffen uns mal in der Mitte. Da sind wir auf jeden Fall goldrichtig. Das hat Eigenschaften von einem dynamischen Bier. Das ist wie immer, das ist... Biergartentauglich, das ist spritzig, das ist dynamisch, das trinkst du gut weg, das ist kaum Schluckwiderstand da. Ja, das ist vielleicht ein bisschen perlig jetzt auf der Zunge, das irritiert, aber trotzdem geübte Biertrinker, die merken das, das geht gut runter, das läuft. Andererseits, wie gesagt, empfehle ich es auch hier ein bisschen länger anziehen zu lassen auf der Zunge. Das empfiehlt sich hier vielleicht, deswegen sagte ich schon, ist eher ein Hybride, dass wir uns in der Mitte treffen, mit folgender Begründung, da ist schon ein bisschen Aromaspitze drin, ne? Und ich sag mal, die können wir noch ein bisschen rauskitzeln, wenn wir halt ein bisschen im Mundraum die Temperatur anziehen lassen. Mit der Zunge vielleicht ein bisschen kreisen, ein bisschen spielen, weil dann hast du natürlich noch so die leichten, ich nenne es jetzt bestimmt von der Hefe und vom Malzkörper ausgehenden, Nuancen auf der Zunge, die dann nochmal extra Freude bereiten werden. Deswegen also durchaus vielleicht ein bisschen wärmer trinken. 6, 7 Grad halte ich schon fast ein bisschen zu kühl. Setzt mal bei 8 Grad Trinktemperatur an. Und dann könnt ihr euch ja bis 10 Grad steigern oder so. Und dann müsst ihr mal gucken, wo ihr am meisten Aromaspitzen rausbekommt. Aber so ist das schon in Ordnung. So viel erstmal genau zum Antrunk. Wie man das Bier so, wenn man jetzt die ersten ein, zwei Schlucke genommen hat, wie das so rüberkommt. Also es ist erstmal so als Hybride zu bezeichnen. Ne? So würde ich damit umgehen. So vielleicht einen großen Schluck und einen kleinen Schluck. So in diese Richtung könnte man das durchaus gebrauchen. Ja, eindeutig. Also lass es ruhig ein bisschen länger auf der Zunge liegen, weil das Bier setzt sich. Das merkst du. Es gibt ja so Biere, die wollen gar nicht lange auf der Zunge bleiben, die will sofort runterschlucken. Das ist so ein Kandidat, der möchte schon ein bisschen Ruhe haben auf der Zunge, ne? Dass er sich nochmal so ein bisschen setzt. Das merkst du dann auch, weil das läuft richtig dann runter, so die Zungenwände und dann hast du es schön. Das ist so schön fluffig dann auch. Der Malzkörper ist recht mild ausgeprägt, also auch da hätte ich jetzt ein bisschen mehr erwartet. Das gibt einen Minuspunkt, weil hier würde das Turmbräu zum Beispiel ein bisschen mehr nach vorne transportieren. Ne? Das ist so ein bisschen so dieses Getreidige, dieses nasse, getreidige, nussige, liebliche. Das geht mir hier so ein bisschen zu weit nach unten, also es geht einfach unter. Das ist so ein bisschen weg. Das fehlt mir, das ist so ein bisschen beschnitten.
weil du hast es nicht wirklich klar rausgearbeitet, dass das so ja, lieblich, nussig ist, kernig ist, das, was man von dem Weizen eigentlich erwartet. Hier ist dann eher so ein bisschen milder und geht dann sofort eigentlich über in diese Fruchtnuancen rein. Ich sagte schon, überreife Banane, ganz klassisch, ganz solide, wie wir das herkennen, wie wir es auch mögen. Und dann ist halt das Ganze schön würzig unterstützt. Und dann kommt es eigentlich. Und dann kommt es, dann kommt die Hefe und die ummantelt das nochmal komplett. Da ist dann noch das meiste Aroma wirklich von der Hefe ausgehend. Und die bringt halt ein bisschen Lieblichkeit, ein bisschen Herbe mit und sorgt tatsächlich für ein sehr, sehr angenehmes Gefühl im Mundraum. Also es ist ein sehr saftiges, süffiges Bier, durchaus gehaltvoll, aber nicht zu wuchtig. Also du kannst es gerne auch zu einem schönen Salat trinken dazu, ne? Das passt auf jeden Fall. Vielleicht sogar für ein Barbecue, für einen Grill würde sich das im Sommer auch anbieten und ist auf jeden Fall auch biergartentauglich. Also da muss man wirklich sagen, Eichbaum, ja, das sind jetzt keine teuren Biere, aber Industriestandard, aber trotzdem, die sind von der Textur oder vom Profil her durchaus trinkbar. Machen Spaß zu trinken und auch der Nachhall im Abgang, wenn du runtergeschluckt hast und du hast halt noch so einen leichten Geschmack, der wird auch von der Hefe dominiert und das finde ich schön. Das ist nochmal dieses Herb-Liebliche. Ist eine schöne Kombi, das macht Spaß. Ja, bis auf der Malzkörper ist hier eigentlich soweit alles super. Grund auf solide, das kann man trinken. Ja, und so möchte ich es auch bewerten, Freunde. Finde ich gut, aus diesem Grund möchte ich 4 von 5/6 möglichen Punkten geben in der Kategorie Industriestandard. Damit ist Bierseflat draußen. Ich sage schönen Dank fürs Zuschauen, fürs Interesse. Danke nochmal an den Andy für die 2 Biere und bis zum nächsten Mal. Ciao, euer Bierseflat.